Willkommen zum heutigen Programm. Unser üblicher und weit verbreiteter Grundfehler ist, den Verb haben von dem Verb sein zu verwechseln. Dieser Fehler ist so weit verbreitet und so gewohnheitsmäßig, dass wir es nicht einmal bemerken. Die Kategorie des Seins ist Bewusstsein, wo dieser Sinn des Ich zu finden ist. Die Kategorie des Habens ist Ich habe. Ich habe einen Körper, ich habe ein männliches oder weibliches Geschlecht, ich habe einen Verstand, ich habe Gedanken und ich habe Emotionen. Ich habe eine Schulausbildung und ich habe eine Berufsausbildung. Ich habe ein Auto, ich habe ein Sparbuch, ich habe eine wirtschaftliche Position und ich habe eine soziale Stellung. Ich habe eine Geschichte, ich habe Beziehungen, ich habe ein Gefühlsleben und ich habe viele andere Dinge mehr. Die richtige und gesunde Art zu leben ist, alles, was wir haben, mit Freude und Dankbarkeit zu leben. Mit großer Freude und Dankbarkeit ist die Kategorie des Habens kein Problem. Wenn wir jedoch diese Elemente des Habens für die Bildung unserer eigenen persönlichen Identität nutzen, dann sind wir wirklich auf einem Irrweg. Diese gewohnheitsmäßige Verwechslung von Sein und Haben ist unser grundlegender Fehler. Die meisten unserer Probleme und Leiden rühren von dieser Verwirrung her. Alle gestörten Emotionen und Handlungen finden ihren Ursprung in diesem Grundfehler. Begierde, Wut, Gier, Geiz, Neid, Eifersucht, Stolz, Vernarrtheit, Angst, Zynismus, ein Gefühl der Abwertung von uns selbst und anderen entspringen diesen Identifikationsfehlern. Regelmäßige Meditation, die Erfahrung des Seins, befreit uns von diesen Fehlern der Identifikation. Freude, Liebe und Dankbarkeit geben uns immer die richtige Richtung. Vor vielen Jahren habe ich ein Buch zu diesem Thema gelesen. Ich habe es jetzt überprüft und gesehen, dass es noch auf Amazon erhältlich ist. Titel: Was geht mir durch den Kopf? Geschrieben von Swami Anantananda. Es ist ein gutes Buch und lesenswert. Ich möchte hier versuchen, eine Zusammenfassung zu geben, wie man mit diesen gestörten Emotionen umgehen kann. Wenn eine Emotion auftaucht, Wut zum Beispiel, darfst du nicht versuchen, sie zu unterdrücken oder zu ignorieren. Man muss sie erkennen und schauen, welche versteckten und frustrierten Wünsche sie enthalten kann. In einer gestörten Emotion finden wir ein Objekt, eine Geschichte und die Energie dieser Emotion. Wir müssen dann versuchen, unsere Aufmerksamkeit von dem Objekt und seiner Geschichte wegzunehmen und uns auf die Energie zu konzentrieren. Auf diese Weise entdecken wir ein Portal für den Zugang zu unserem inneren Raum des reinen Bewusstseins. Energie ist direkt mit unserer Lebenskraft, mit unserer Shakti verbunden und diese entsteht direkt aus dem Bewusstsein. Diese Vorgehensweise betrifft alle gestörten Emotionen, bei denen du die enthaltene Energie sofort wahrnehmen kannst. Bei gestörten Emotionen, bei denen diese Energie nicht sofort erkennbar ist,
ist es zunächst notwendig zu erforschen und zu entdecken, welches versteckte und frustrierte Verlangen hinter dieser Emotion steckt. Für den Rest ist die Vorgehensweise immer die gleiche. Löse dich von der Geschichte und lass dich ganz auf die Energie ein. Lass mich dir eine kleine persönliche Erfahrung erzählen. Ich war im Supermarkt, in der Schlange an der Kasse, um zu bezahlen. Direkt vor der Kasse waren Schokoladenpralinen ausgestellt. Ich hatte den Wunsch, die Gier von diesen Süßigkeiten zu kaufen. Ich bin allerdings Diabetiker und diese zusätzliche ungeplante Zuckeraufnahme ist nicht gut für mich. Indem ich die oben beschriebenen Schritte anwendete, trat ich vollständig in die Energie des Verlangens und der Energie ein. Das Ergebnis war unmittelbar. Eine Blase großer Freude manifestierte sich in mir. Ich war frei. Da ich in jenen Jahren mit Menschen zu tun hatte, die Probleme mit ihrer Heroinsucht hatten, stellte ich Swami Anantananda diese Frage. Eine heroinabhängige Person, die ein Verlangen nach dieser Substanz verspürt, was sollte sie tun? Swami Anantananda antwortete mir, dass es auf die gleiche Art und Weise gemacht wird, aber er riet, mit leichteren Dingen zu üben und zu praktizieren. Das nächste Mal, wenn du die Gelegenheit hast, eine dieser gestörten Emotionen zu erleben, versuche diese beschriebene Methode anzuwenden. Was ich dir von ganzem Herzen wünsche, ist, dass du die Schönheit, Größe und Kraft deiner inneren Natur erkennen kannst. Ich wünsche dir, dass du dein Fühlen, Denken und Handeln in Einklang mit deiner grundlegenden Gutheit bringst. Ich wünsche dir, dass du volles Vertrauen in deine grundlegende Gutheit hast. Ich wünsche dir viel Liebe und dass du lernen kannst, dich an deinem eigenen Sein zu berauschen. Ich wünsche dir, dass du ohne jeden Grund glücklich bist. Lass uns nun zur Meditation übergehen. Schließe deine Augen, richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem, wie die Luft einströmt und wie die Luft ausströmt. Wie die Luft einströmt und wie die Luft ausströmt. Verbinde dich mit dem Raum deines Herzens und spüre die Gegenwart deiner Freude und Dankbarkeit. Ich wünsche dir eine gute Meditation.